Arbeit. Ja, Gut, aber ich das stelle es auch Video auf ist jetzt YouTube, also so on. gesehen, das ist auch schon, das ist eigentlich mehr Arbeit. Wir setzen Szenario 10 heute fort, Yay! haben letzte Woche einen guten Start gehabt, oder schien Du zumindest glaubst, so. dass es ein guter Start war, Ja, wir haben aber ziemlich viel der Boulder weggeräumt. hat noch immer einen Lebenspunkte 41. Ja, wir haben uns bis jetzt um andere Dinge gekümmert. Wir fangen mit der vierten Runde an. Die Runden kann man einfach dadurch zählen, indem man schaut, wie viele von den Markern da oben schon liegen. Dreimal sind uns schon Steine auf den Kopf gefallen, oder eigentlich nicht uns, sondern eher den Monstern, die blöd gestanden sind. Hauptsächlich den Monstern, ja. Ja, irgendjemand hat ja auch rumgeschoben, glaube ich, oder sie haben sich selber da Na, ich glaube hinposiert. nicht. Wir wollten, aber wir sind dann drauf gekommen, wir dürfen nicht. Naja, die Deep Terrors bewegen sich grundsätzlich Ach nicht, so, du aber meinst die einen Monster hat irgendjemand. rumgeschoben. Ja, die Monster haben wir geschoben. Irgendjemand hat einen Deep Terror wohin geschoben, wo gleich darauf ein Stein von der Decke gefallen ist. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der verdient einen Orden. Das war neben mir. Der René. Ich habe niemanden Ja, geschoben. na, der Dann. René. Der Nein, René der kann Andi. sowas. Blödsinn, Andi nehme ich Blödsinn, mal Andi an. kann sowas. Ich Bender kann kann nicht sowas schieben. nicht. Nein. Andi, du hast deine Stamina Potion sicher schon verwendet. Weil du hast Ah. vier Karten verbraucht und wir anderen alle sechs. Okay, wenn du das sagst, dann wird Weil. das so sein. Passt schon. Nein, es kann nicht anders sein. Ja. Ich meine, ich kann mich auch nicht erinnern, dass du sie verwendet hast, aber wir haben drei Runden gehabt und du hast jetzt vier Karten weg. Dann muss es wohl Und so sein, das muss ja. so sein, es gibt keine andere Möglichkeit. Weil ich habe dir keine Karten zurückgegeben. There is Sowas mache ich no nicht. alternative. Ja. Den Ring hast du auch schon verwendet, oder? Ja, ich schaue mir gerade an. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr. Den Aber Ring hat er verwendet, ne? ja, das wird so sein. Ich schaue mir nur an. Okay, der René ist schon weiter als wir anderen. Naja, ich habe nur noch zwei Karten. Das war nicht so schwer, mir Ach Karten so, ja. auszusuchen. Du Ja. könntest sagen, du machst einen Long Rest. Die Karten von den Night Demons werden gemischt. Ich muss mich da jetzt wieder reinfinden. Ja, ich auch. Gut, dass nur noch zwei Monster da sind, da hat man ein bisschen einen Überblick. Was Ja, braucht aber der Night eine steht Demon? gleich bei mir. Ja, Hat und das 15 andere Leben. ist auch bei dir. Wie geht's? Angriff 5 hat der Night Demon. Autsch. Und der Deep Terror, den habe ich vergiftet offensichtlich. Die haben Retaliate, haben auch Angriff 5. Vergiftet heißt, er Alles kriegt in. einen Schaden mehr. Jo. Wunde heißt, er kriegt jede Runde einen Schaden, gell? Jo. Ah. Übrigens, wir sollten schauen, dass wir alle näher der Tür allmählich kommen, weil sonst wird uns der Weg durch irgendwelche Steine abgeschnitten. Ja, ich bin Das eh kann etwas immobilized, werden. ich kann eh nicht, ich kann mich eh nicht von dort wegbewegen. Ja, der Andi ist vor allem noch relativ weit weg. Ja, das wäre mir eh Hast, recht, wenn der schaut, Andi schaut, ob ihr hierher Jumps kommen habt im würde. Notfall. Wenn er hierher ginge, wäre Haha. er zwischen mir und dem ekelhaften Deep Terror. Ich habe Angst Oh. vor dem. Oh, ich stehe da auch ein bisschen nahe. Oh. Ja, aber nachdem ich immobilized bin, Ist. bist du wurscht. Liebe Spellview soll vielleicht den Deep Terror jetzt dann die Runde wegmachen. Ich weiß nicht, ob ich ihn wegmachen kann, aber Anna ich werde ihn das? auf jeden Fall angreifen. Der hat noch 8 Lebenspunkte. Ja, Selbst mit dem und Plus Gift. 1 vom Hardmar bräuchte ich einen 7er Angriff, um ihn wegzumachen. Boah, ziemlich sich auch Relativ an. Schauen wir mal. durchschnittlich, sagen wir es mal so. Der hat Weil 15 Leben, wird mit da. etwas Glück kann man ihn natürlich auch mit einem 5er Angriff wegmachen, aber. Ja, wenn der Hardware auch noch angreift, dann wäre es nicht so schlecht. Und Arne kann da Ja, mal auf also den ich. Night Demon Sagen wir draufhauen. es mal so, mein Angriff ist relativ stark, aber er ist bei weitem nicht sicher, dass er danach weg ist. Ah, warte mal, da fällt mir gerade was auf. Warte, ich werde das so machen. Ich bin so dumm. So, wo steht der Michi rum? Wenn er sehr spät dran Da ist, ist es hinten sowieso kenne ich kein keine Stelle Problem mehr. für uns, weil dann ist er gestunt. Der Deep Terror, meine ich. Ist er das? Ja. Also wenn er Warum nach mir sollte. dran ist, sagen wir es mal so. Machst du das? Ja, ich mach das. Ah, okay, ich sehe schon.
Aber das Problem ist, ich bin relativ spät dran. Also ich bin nicht allzu früh dran so. Michi, hast du schon Pläne für die Runde? Ich könnte dich auf Maximum wieder raufheilen. Ich werde euch auch ein bisschen heilen, aber da müsstet ihr dort also irgendwie Ich bleib stehen da bleiben stehen, wo wohl. ich bin. René, Ja, ich sehr bin gut. auch da als Also Mobilizer. ich bleib da, wo ich bin. Du heißt dich nicht selber Michi, ja? Nein. Okay, bleibst du da, wo du bist? Okay, weil dann mache ich das. Ich heile dich einfach wieder auf Wieso bin Maximum ich eigentlich auf. immobilized? Ich bin nicht angegriffen worden. Ah, oh ja, ich bin Okay. angegriffen worden. Ich habe ja die Frost Armor. Das ist eh nicht so schlimm, wenn er mich angreift. Ich mag sogar, dass er mich angreift, damit die Karte im Abfall Na, ist. Planänderung nicht. Ich kann das doch nicht machen, Ha! Ha! Hartmann, es wäre, glaube ich, geschickter, dass du den Deep Terror mit angreifst. Ja, das denke ich mir auch. Das ist dann aber ein bisschen ein Initiativenproblem. Und ich Nein, weiß ist nicht. wurscht. Wenn er mich jetzt Nein. einmal angreift, nächste Runde töte ich ihn dann eh. Vielleicht. Und kannst du ihn mit angreifen, Hartmann. Ist automatisch. Du, ich muss schauen, was er mit den Karten, die ich ausliegen habe, überhaupt machen kann. Ja, ich glaube, ich mache es so. Ich werde das, wie ich es ursprünglich vorhatte, jetzt machen, auch wenn das nicht wirklich schön ist. Also, ich heile dich doch nicht, Michael. Ja, passt. Passt, kein Stress. Aber. Ich werde eh nicht angreifen. Ja. Also, wie ich den Neuteamern alleine killen soll, weiß ich auch noch nicht. Ah ja, siehst, wir sollten uns wirklich ein bisschen um Andi kümmern, was der da hinten alleine aufführt. Ich meine, So drei, wenn du vier den Night Demon Reichweiten. näher ranbringst, kann ich auch den Night Demon angreifen stattdessen. Ich glaube nicht, dass du das so einfach hinkriegst. Okay. Also, Naja, ich meine, stattdessen, lieber würde ich es den müssen eh Deep beide Terror angegriffen angreifen, um werden. ehrlich zu sein, aber. Ja. Aber. Naja, Wenn Anne, du er. könntest dich hierhin bewegen. Wohin? Warum soll ich Ah das machen? ja. Wenn er Weil du dann in hier oder Heilrange hier bist ist, vom dann Hartmann. kann ich auch den Deep Terror Du meinst, ich werde dann angreifen. auch geheilt, Und wenn wenn ich er daherkomme? hier Ja, nein, wäre, würde ich Runde. ihn sogar mit Nicht dem die Runde, aber Team die nächste angreifen. Runde. Beziehungsweise du könntest natürlich auch hoffen, dass hier mit ein bisschen Glück noch was runterfällt, ne? Ja. Ich meine, Dann hätte früher oder er nicht viel später Leben. müssen wir eh alle Richtung Tür gehen. Beim Ande gibt es halt viele Sachen. Wenn jetzt ein 7er kommt, ist ihm der Weg ziemlich verstellt. Oder ein 9er. Ist Ja, beides es wäre sehr schon offen. gut, wenn er Ja, deswegen sage ich ja, dastehen es wäre gut, würde. wenn er sich hin. Weil erstens einmal würde dann der Night Ja, Demon auf das. jeden Fall auf irgend so einem Feld Ja, das stehen kann ich bleiben. machen. Ich könnte ihn jetzt disarmen und dann darüber gehen. Das klingt sehr Ja, gut. das hört sich klingt gut an, ja. ausgezeichnet. Ach, und kann von uns nächste Runde gut behakt werden. Genau, das mache ich. Momentan ist es wohl schwierig, weil er zu weit weg ist und Ja, wir würden ja. natürlich nicht mehr gern weggehen. Das passt. So, warte mal. Okay. Ich muss nur meine zweite Karte noch Wie aussuchen. Ich gesagt, habe die sie Tür ist gleich. nicht so dramatisch, weil im Endeffekt, wenn wir dann zu dritt auf das Ding ein uns Ja, das draufschmeißen, geht dann eh relativ schnell, glaube ich auch. da wird nicht viel überbleiben von der Tür, Unter anderem hatte sie auch einen Künstler im Dings, in petto. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du Casey Abrams? Nee. Ja, er ist auch relativ unbekannt, ist eher ein Jazzsänger. Den kenne ich über eine Gruppierung, die sich Postmodern Jukebox nennt. Die sind super. Die sind Die so sind genial. so genial. Ich habe mir irgendwann vor ein paar Tagen ur viele Sachen von ihnen angeschaut. Kennst du Final Countdown von ihnen? Mit der Posaune? Nein, interessanterweise das nicht. Schau dir das Aber an, die. dieser Casey Abrams singt das Africa. Das Ah, kennst du möglicherweise. das habe ich gesehen von ihnen. Und Wir Umbrella haben singt er alle ja die auch. Karten ausgeliehen. Okay, gut, Okay. wir machen Ja. Gut, Na dann. schauen wir mal.
34. Also ich bin bei 67 erst dran. Aber ich kann nichts dafür, das war die niedrigste Karte, die ich hatte. So, Night Demon. 4. Okay, bewegt sich viel. Andere, was? Das macht der kommt vor mir dran. Ja. Aber er ist nächste Runde dieser Abend. Du musst das positiv sehen. Ja, ja, das stimmt. Ist gut. Der Deep Terror. Hey, Breakheart, du bist ein Intellektueller. Oh Mann. Wow. Wow. Oh. So, no, Deep Terror in the Hex. Mhm. Aber er wird gestunt sein, wenn er dran kommt. Okay. Das ist sehr positiv. Das ist sehr gut. Mit dem hier. Wir wollen was haben. Aus dem Range 6, dem entkommt man nicht. Also stunnen bitte. Ja, Attack minus 2 ist jetzt automatisch. So, ein Gift oder so. Der bringt die Dunkelheit wieder auf voll. Irgendwas wird er noch machen mit der Dunkelheit. Ich schätze. Ja, wenn es der René nicht verbraucht, habe ich auch ein bisschen Angst. Ich verbrauche es nicht. Aber ich verbrauche jetzt Feuer und Dings. Gut, der greift an. Ja. Er hat einen minus 1 Angriff. Das ist eine Karte. Das heißt, das ist eine Elite. Oh Gott. Ich ziehe eine Karte. Das ja, ist ein 4er Angriff ist das. Ein 4er Angriff. Ja. Plus 1, 5 hat er. Ja, den nehme ich. Wow. Bekommst du einen. Das ist ein Kratzer für den Bund. Er bekommt gar nichts. Er bekommt so. Gar nichts. Ah ja! Du hast Karte ausliegen. Du bekommst keinen Schaden. Ich krieg was. Eine Erfahrungspunkt. Ja, Erfahrung. Genau das kriegst du. Danke, dass du mitschaust. Oh mein Gott. Ja. Siehst, ich schau mit, dass ich bemerke, dass du deinen Trank umdrehen musst. Und der Michi schaut mit, dass er bemerkt, dass du Erfahrung kriegst. Jetzt ja alle auf mich los. Na, ich sehe nur die negativen Dinge und der Michi hat die positiven. Übrigens. Ja, und mir ist alles wurscht. Der Greg hat ist ein. Habt ihr gesehen, Cracker ist ein Indueller. Wie das? Er hat so viel Text auf seiner Karte stehen. Ja, das ist mir auch am Freitag immer auf. Deswegen, der Cracker ist der Einzige, dem andere nicht reinfuschen, weil sie das nicht alles lesen wollen. So. Na gut, das war ja nicht so schlimm. Andi, du bist dran. Dann stimmt, da steht viel Text dann auf. Mal mit zwei. Ich muss zwei Karten ziehen, weil ich Disadvantage habe, nehme ich mal an. Ja. Oh je, na gut, er hat den einen Schaden bekommen. Ja, er retaliated nicht mal. Geht von 15 auf 14. Und dann mache ich, gehe ich darüber. So. Mit Standard 2 Felder Movement, oder? Genau. Ja. Und wie gesagt, er ist jetzt gestunt. Er ist disarmt. Der Night Dämon, genau. So. Bin ich dran? Bin ich dran? Mhm. Ich bin dran. Ja. Cool. Na gut. Ich muss uns kein Schild geben. Ich will mich aber nicht bewegen. Ich mache doch die Heilung auf den Michi und mache einen Standard 2 Angriff auf die Tür. Was haltet ihr so, wenn ihr euch meine Karten anschaut? Ich habe entweder die Möglichkeit, den Deep Terror und die Tür mit einem Fernkampfangriff 2 anzugreifen. Mhm. Deep Terror und die Tür. Und sonst nichts zu machen. Oder ich mache einen Standard Angriff 2 auf die Tür und heile den Michi um 7 Punkte. Nimm die Tür. Tür und Deep Terror. Ich glaube, es wäre gut, dass wir den so schnell wie möglich wegmachen. Ja, ich mit einem Angriff. Ich meine, ich mache das Cold Fire auf ihn. Das ist ein Angriff 3, aber ich habe noch plus 2 durch die Crackling Air. Das heißt 5 eigentlich. Plus das Poison sind Angriff 6, den ich mache. Das heißt, mit meinem Angriff stirbt er wahrscheinlich dann. Sehr wahrscheinlich, ja. Genau. Aber der Punkt ist der, wer. Naja, wir wissen nicht, was mit dran ist. Ja, okay, ich mach's so. Gut, ich greife zuerst die Tür mit Disadvantage an. Gar nichts. Ja. Was hast André, du bekommen? André, schau mal, was ich geschafft habe. Ich bin am Freitag ist der Running Gag, dass ich dauernd die Patzer ziehe. Mhm. Wirklich unheimlich viele Patzer. Aber habe ich noch nie geschafft.
Wow, Wie hast du das jetzt gemacht? das ist Wieso hast du überhaupt stark. zweimal Das ist gut. gezogen? Ich habe Disadvantage auf die Tür, weil Ah. ich neben ihr stehe mit einem Fernkampfangriff. Ja, ist ja gut, in dem Fall. Cool. Dieser Fluch ist weg. So, jetzt greife ich den Deep Du Terror an. übertriffst dich echt selber. Ja, warte, habe ich bei dem Disadvantage? Nein. Okay. Nein. Nein. Gut. Zwei Plus Schaden. null. Nein, drei Was? Schaden. Drei Schaden, weil er Drei vergiftet Schaden, war. du Aber auch nur, weil weißt du es. keinen Misserfolg, keinen Patzer mehr hast. Ich weiß nicht, habe ich noch einen Fluch? Ich habe nicht so genau geschaut. So, er ist Gott. auf Das hast du 5. gut gemacht, Die Hartmann. untere Hälfte von Flamethrower lasse ich ver. Nein, ich gebe dem René und mir noch ein Schild, Gaudi halber. So. Aber. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Aber. Jawohl. Ich darf dir nachher demonstrieren, wie ich auch einen Patzer ziehe. So, Mach das. jetzt bin ich dran. Ja, jetzt bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Ich nehme vom Heaving Swing, nehme ich die untere Hälfte Attack plus 1 von meinen Ranged Attacken. Und Hey, dann du bist jetzt auch so spiele stehen. ich Ancient Growth die obere Hälfte aus. Ich nehme ja zwei Lebenspunkte. Genau, du nimmst dir zwei Lebenspunkte. Frage, glaube ich, da kann sich keine Lebenspunkte nehmen. Oh ja, Nein, oder? kann ich nicht. Das ist voll? Okay, wurscht. Ich bin voll. Dann greife ich mal die. Mit plus 0, das heißt, ihr bekommt 2 Schaden. Yay. Und ja, das war's. Cool. Okay. Gut. Erfahrung kriegt man da keine? Okay. Leider. Ich habe auch keine gekriegt. Oh nee. Na gut, also mit der oberen Hälfte von Coldfire mache ich einen Angriff auf den Deep Terror. Ich verbrauche dabei Feuer und Eis, dadurch Gib ist die er beiden weg. gestunt. Wow. Und durch den Crackling Air kriege ich noch einmal plus 2, das heißt, das ist ein 5er Angriff, eigentlich ein 6er Angriff, weil er gepoisoned ist. Und jetzt schauen wir mal. Ah, oh, na, Ah! schau an. Und Eis. 8 Punkte Schaden und ich mach mal Schnee. Und er ist tot. Gut, dass ich mir extra einen Stun Echt wahr? dafür nehme. Cool. Das war gut. Gut. Ich Okay, dann tue überlege ich das gerade. Summons. Stört es euch, wenn ich nächste Runde eine Long Rest mache? Jetzt schauen wir mal, was in der Runde noch passiert ist. Fallen uns nämlich irgendwelche Steine irgendwo hin, dann wissen wir Ja. es. Ah ja, stimmt. Sonst Weil, haben wir naja, alles, gell? nein, das Problem ist, während ich noch dran bin, kann ich ja die Stamina Bank. Potion verwenden, oder? Ja. Ja. Aber wenn die Dinger gefallen sind, kann ich sie nicht mehr verwenden, nehme ich mal an, oder? Oh ja, Ja. during Nein, nein, your nein. turn. Während du During dran your bist. turn, aber die Dinger fallen ja am Ende Am Ende der des Runde. Ja, da geht's nicht mehr. Ja, aber da kannst du die nächste Runde, wenn du dran bist, auch Naja, aber nächste Runde vorspielen. Also kann Blödsinn, du ich kannst nur eine nicht. Long Du Rest kannst dich machen, remobilize oder? die ganze Ja, Runde. stimmt, ja. Ja, du hast recht. Ja, das solltest du jetzt machen, ja. Weil dann setze ich die jetzt ein und hole mir zwei Karten zurück. Nein, die nicht. Darf ich mir übrigens auch noch meinen Die. Zweiertrank ausspielen? Ja. Ja, mach das. Okay, ich tue alle Elemente anpassen. Und nachdem alle fertig sind, ziehe ich jetzt, wo die Höhlendecke wieder einbricht. Das Schade. ist 6. Da gibt es hier ein 2. Da gibt es einen Einser dann noch. Ach, Dreck. Na, Pfoten weg, ich mach Warte das. mal. Ja, genau so. Wo bricht die Decke ab? Hier auch noch. Auf welcher Oh, Nummer? ja. Nummer 6. 6. Leider nicht 9. Ja, schade. Da ist noch ein 6, ein Einser. Aber ich Jungs, darf. ich nehme die 3, also ich nehme die 3er Potion, nicht die 2er. Okay, gut, damit ist die Runde mal abgeschlossen. Wir haben noch 5 Runden Zeit. Bevor die ganze Decke runterkommt. Genau, dann müssen wir hier raus sein.
Die Tür muss offen sein, gell? Ja. Na, wir müssen raus sein. Ich glaube, am Ende der 10. Runde verschwindet dieser Ort komplett und jeder, der noch da ist, ist sofort. Ja, hier müssen wir durch. Und damit hätten ja, wir das Szenario für. Ja, wohl schaffen, oder? Genau. Aber ich kann eigentlich beide Potions spielen, ja, oder? Oh nein, das war nicht, weil ich kann mir. Ja, war beide genommen. Naja, ich denke, ich. Ah, ich werd, nein, ich werde es nicht machen, weil ich werde mir dann nochmal eine stärkere Attacke zurück. Ich denke, ich werde jetzt hierher laufen. Naja, was bleibt dann das übrig? Und kräftig auf die Tür draufhauen. Ja, das würde ich. Geh ja, lieber auf den Demon los. Okay. Wenn du kannst. Naja, warte mal, Andi, wir haben noch eine Option. Ich habe noch einen Jump-Stiefel, also ich könnte mich hierher zurückziehen. Oder vielleicht auch hierher, wo es zufälligerweise eine Münze gibt. Und dir hier Platz machen. Ich habe einen starken Angriff. Na warte, muss ich aber schauen, dass ich vor dir dran bin. Und wir müssen uns natürlich. Das ist leicht, ich kann gut Weg ankommen. Der Night Demon ist jetzt gerade gestunt. Disarmed. Das heißt nichts. Kurze Frage, wie wollt ihr. Warte mal, Hartmann, du müsstest daher gehen, ne? Entschuldige, wohin? Daher müsstest du gehen. Naja, oder daher. Ja, stimmt. Ja. Also auch einer bleibt auf die Tür und die Reichweite 3 ist für mich eigentlich kein Problem. Und die Münze nehme ich gerne. Nur ich muss mir anschauen, ich muss mir meine Karten anschauen. Ich werde diese Runde wirklich heilen. Ich werde keinen Angriff machen, ich bewege mich auf die Münze und ich werde jemanden, den ich hier wahrscheinlich. Vielleicht. Du bist früh dran, gell? Das heißt, du wirst den nicht angreifen können. Ich werde jetzt sehr früh dran sein übrigens. Damit ich für den Andi Platz mache. Andi, du kannst, wenn du nicht super früh dran bist, kannst du auf das Feld gehen, wo ich jetzt bin. Okay. Hat der Andi auch schon Leben verloren? Ja, hat er, oder? Ja. Ja, klar. Aber der Michi hat am meisten verloren. Mich den noch dazu. 16, ja, passt. Drei Karten kann ich mit. Dann komme ich jetzt nicht ganz spät dran, sondern mittels. Komme ich mittel dran. Hebt's euch, wenn ihr nicht direkt neben der Tür steht, hebt euch irgendwas mit Springen auf. Ihr werdet es noch brauchen. Mhm. Überall Felsen dann liegen werden. Ich hebe mir meine Springerstiefel auf. Ich werde wahrscheinlich nicht auf einen Angriff gehen können, weil Frage wird wahrscheinlich da stehen bleiben, oder? Ja, kann sein. Aber wenn ihr wollt, kann ich mich auch wegbewegen. Aber ich bin sehr spät dran. Also ich bin jetzt mittel dran. Also naja, wenn du unter Platz 20. Machen, also wenn du Platz machen kannst, kann ich eine starke Attacke da drauf machen, ja. Wäre nicht so schlecht. Also Entschuldigung, hast du mit mir geredet? Ja. Ja, nein, ich kann da schon Platz machen, nur das Problem ist, ich bin wirklich spät dran. Kannst du dran sein, Michi? Ich meine, ich kann die frühere dran nehmen von den beiden, aber das immer noch spät. Wird nicht viel helfen. Es ist noch immer recht spät. Wenn du sehr spät dran bist, dann wird das gehen. Aber nur wenn du sehr spät dran sein kannst. Weiß nicht, es ist 87 spät, aber die Karte will ich mal. Keine Zahlen nennen, bitte. Ja. Er hat eh genuscht. Ja. Nein, lass mal, es passt schon. Wo ich bin, das geht schon, ja. Ich werde halt die starke Attacke wahrscheinlich dann nicht ausspielen. Kannst du dir noch eine Runde aufheben? Ja, ich kann sie mir sowieso noch zurückholen, ich habe ja noch die Potion, also das ist das Thema. Passt schon. Ja, du zweimal kräftig draufhauen, das ist eh wahrscheinlich angebracht. Ja, ich kann nur draufhauen kräftig, wenn ich davor stehe. Ja. Ich werde jetzt Mittel. Ich hinlassen, deswegen räume ich auch meine Position da. Ja, ich meine, wenn unser Mage spät dran ist. Wenn du spät dran bist, kannst du immer noch weggehen, damit nächste Runde der Michi zumindest hinkommt. Mhm. Hm? Aber es ist interessant, weil der Klaus, der eben den Crack hat bei uns am Freitag spielt, der legt den voll auf Fernkämpfer an. Ja, das kann man auch machen, ja. Also ich kann sehr spät kommen oder ich kann mittel dran kommen. Ich bin jetzt gerade auf Mittel eingestellt.
Ja, ich meine, es wird in dieser Runde keinen Unterschied machen, weil der Es passt, Knight ich plane wird den es Angriff abgeben. für nächste Gut. Runde, weil ich muss Naturmagie erzeugen, ja. Also das bleibt mir nicht über. Okay, dann plane Wenn ich du den. nach mir dran bist, ich kann Naturmagie auch erzeugen. Also denkst dran, der René und ich, wir können jedes Element erzeugen, das erforderlich ist, wenn wir es noch rechtzeitig wissen. Also wie schon gesagt, wenn du spät dran bist, kann ich. Also wenn du nach mir dran bist, kannst du den Platz haben und Naturmagie haben, wenn du willst. Okay. Hat natürlich schon was, ja. Passt. Dann mache ich das so. Dann brauche ich den Ball nicht. Und Den ich brauche ich auch könnte dann nicht. sogar noch den komischen Demon stunnen. Oh, das wäre vermutlich nett. Vor Ja. allem, wenn du wirklich spät dran bist, wenn du ihn stunst, nachdem er dran war. Nachdem er jetzt noch dieses Abend ist, wenn er dann für nächstes Mal gleich gestunt wird. Vielleicht schaffen wir es, dass wir ihn überleben lassen. Wir ignorieren ihn einfach komplett und stunnen und disarmen ihn das ganze Spiel hier. Ja, aber Er wenn kann es ja auch weg ist, nichts ist es weg. dafür. Weißt du, vielleicht kommt irgendwas mit der Dunkelheit dann auch noch, was ungut sein könnte. Abi, das war super. Mal. Warte, nehme ich mal. Ja. Aber nächste Runde werde ich trotzdem eine Long Rest machen. Ja, ich Ja. werde bald Du einen Long kannst eh Rest dort machen. stehen bleiben, weil du hast eh dann Frost Armor, also von dem her schadet es eh nicht, weil dann haut halt der Demon einmal auf dich drauf ins Leere Ja. und fertig, ne? Also am liebsten wäre ich im Übrigen auf dem Platz vom Brute. Naja, im Mittel. Wirst du dort weggehen? Ich gehe dort weg, Ansonsten. ja. Aufs Ja. Mittel. Wir Ich komme machen Mittel da dran. Ich komme Mittel ja, dran. Also nach Jerusalem. ich mache Platz. Tauschen alle Also unsere Plätze. ansonsten kann ich auch daher gehen, aber da treffe ich ihn nicht unbedingt. Da würde ich dann eher einen Angriff auf den Kristall machen. Nein, das geht Also wenn sich er eh gut nicht aus. näher, wenn er nicht So wie es näher ausschaut, werde kommt. ich früh dran sein, da an dem Mittel und du spät und der Michi vielleicht sehr spät. Schauen wir mal. Ja, mit etwas Glück sind wir in der richtigen Reihenfolge. Also du als Erster, der Andi als Zweiter, ich als Dritter und Michael als Letzter dran ist, dann können wir Versuch's. genau das so machen, was wir wollen. Ja. Okay, Ja. abgemacht. Super, zuerst killst du ihn und dann tust du seine Leiche herumschieben. Ja, er hat es nicht anders verdient. Die sind so fies, ich habe erst zwei von ihnen gekillt. Ich bin total enttäuscht von mir. Das hat so ein bisschen Lovecraft, gell? Deep Terror. Könntest du mir jetzt eigentlich Naturmagie erzeugen? Ja, Der René wenn du macht nach mir gerade, dran bist, kann ich dir Naturmagie erzeugen. du musst halt sehr aber spät du kommst ja sehr spät Ja, dran. ich bin hoffentlich. Ich hoffe, das ist sehr spät. Von Okay. euch. Kann leider nicht mehr dagegen was tun, weil mein. Ich kann nicht einmal. Ich kann nicht später da ankommen, es ist meine späteste Karte. Bin gespannt, ob das funktioniert. Okay. Das wird dann schon nach mir dran Ja. sein. Sind wir es Hammers? Mach. Ja. Wird schon. 17. Ich habe mir gedacht, du bist spät Na dran. schau, das ist ja perfekt. Naja, zuerst habe ich den 71er vorne Ich habe liegen gedacht, gehabt ich und bin dran, 71 ist Michi, schon sind 80, spät. ist ja. Also, So. wenn ich Achso, bedenke, dass ja, ihr. 71 ist spät, Nein, ja. Demon, was Wenn, machst du? naja, 67 ist nur 4 Punkte weniger. Das ist aber übelst im Oh, selbst. verdamm mich. Der macht sich unsichtbar. Wer macht sich Wir unsichtbar? können ihn nicht hauen. Also warte mal, erst bewegt er sich. Erst bewegt er sich. Sein Fokus ist der Brute. Den erreicht er auch locker mit zwei Feldern. Er Ja, stellt aber sich auf Level angreifen kann er 7, das wird trotzdem doch nicht nicht. gleich einstürzen. Dann ist er So. immer noch disarmed. Das kommt jetzt weg. Ja, Und das jetzt brauchst wird er nicht hinlegen, unsichtbar. das merken wir uns. Darf man, glaube ich. Das legen wir auf jeden Fall hin. Das lege ich natürlich hin. Dann die dunkle Magie verschwinden. Ja, der Andi kennt das. Mit seinem Fighter-Charakter macht er sich dauernd unsichtbar. Ja, mein breiter Charakter hat auch fast nur +1 Karten drinnen in seinem Angriffsmodifier-Deck. Der Scoundrel. Ja, genau. Ja.
Und außerdem schnappt er ihm alle Münzen weg, die es gibt. Ich kann nichts dafür, dass ich der Reichste bin. Genau. Und zufällig Loot 2 Karten hast, ne? Naja, Mehrzahl nicht, leider. Das ist eine Klage. Loot 2 mit Erfahrung, das wär's. Ich bin dran. Ich hab die falsche Karte hingelegt. Nein, ich habe die richtige hingelegt. Passt. Nee, das erschreckt uns nicht. Nein, ich hab, entschuldige, ich habe falsch geschaut. Ich nehme die untere Hälfte von Kempo, um die Felder auf diese Münze zu legen. Und dann nutze ich die obere Hälfte meiner anderen Karte, um eine Heilung 5 auf den Michi zu werfen, der sie nicht wehren kann. Arg. Warte, ich habe jetzt auf einmal 13 Leben. Und meine Potent Portables wandern um eins weiter und ich krieg meine erste Erfahrung. Ja. Yeah. Blöde Frage, kann ich der Tür eine Wunde schlagen? Nein. Ist keine blöde Frage, wir hatten ähnliches auch schon. Nein, man kann Gegenständen Schaden zufügen, aber keine Zustände. Aha, schade. Okay. Also auch kein Gift. Okay. Wie Sinn macht. Gut. Ande. Naja, dann tue ich mein Schlimmstes. Also. Zuerst bewege ich mich mit Brute Force. Hab dadurch ein Schild 1. Genau, das schützt dich vor der Tür. Genau, wer weiß. Vielleicht hat sie retaliiert oder so. Sie geht auf und schlägt dich. Hilft eigentlich retaliiert? Nein, gell? Nein. Und dann mache ich eine Attack für. Übrigens anders. Unstoppable. Das retaliate, das Wort. Sag ich ja. Ja, ungefähr. So. Magst du deine Eagle Eye Goggles? Ach, verdammt. Spät. Naja. Drei Schaden für die Tür. Drei Schaden, immerhin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das sind dann quasi 36. Na gut, dann bin ich jetzt dran. Eigentlich muss ich mich dann gar nicht daherstellen. Ja. Weil ich könnte mich auch da herstellen. Kann ich von dem Feld, wo die Coin ist, auch dieses Feld da angreifen? Geht sich das aus vom Sichtbarkeit? Ja, aber greif doch den an, dass du ihn distanzt, oder? Er ist unsichtbar. Ich kann ihn nicht angreifen. Stimmt, ja, richtig, ja, stimmt, ja. Schade. Weil dann gehe ich darüber. Kannst du dich auch da herstellen? Nein, kann ich nicht. Da ist eine Dings, da ist schau mal. Oh, das ist ein Boulder. Ja. Ja. Das ist ein Stalagmit, kein Boulder. Ja, nein, ist ein, ja, ist Stalagmit. Ah, er macht genau. Move 2, er macht mir. Natur- genau, ich mach Move 2 und mach dir dein Dings-Energie-Ding. Hm? Und dann stunne ich den Felsen. Was? Ja, mit einem Attack. Ah, 1. Verdammt, ich habe ihn jetzt da reingetan, das wollte ich nicht. Ich will meinen Loot. Ich gebe dir eine Münze. Ich gebe geb deine Münze. So, du kannst sie nicht dann. Gibt's hier Energie, gibt's hier die Natur Sag Energie mal. Auf? Erdenergie ja, auf? Wenn jetzt die Münze wenn jetzt 7 gegeben. Wenn jetzt 7 gezogen wird, stirbt der dann trotzdem, obwohl er unsichtbar ist? Ja, ich greife die Tür an. Okay. Ich kann ihn nicht angreifen. Er ist unsichtbar. Tür gut, ist nicht unsichtbar. Ja, ich weiß. Ich habe einen Dreierangriff auf die Tür. Cool. natürlich eher gut. Türen schlagen. Plus 1, 4 Punkte 4. Schaden für die Tür. Immerhin. 32 nur noch. So. Naja. Gut. Andi, aber nur mal deine Karten weg. Das ist ein Sau. Wirklich. Ich verwende Massive Boulder, die untere Hälfte, mit 4 Bewegungen, bringe hier hin und verwende dann die obere Hälfte von Blunt Force, verliere zwar die Karte, aber das ist es wert. Kriegst 3 Erfahrungen. Hier eine Karte, plus 1 macht 9 Schaden, Erfahrung. 3 Erfahrungen, ich gebe 3 Erfahrungen. Gib den von 32 auf 23. Ja, stimmt, 3 Erfahrungen, du hast recht. Na, danke, danke. Die ist schon ein bisschen angeknackst. Ja, lass einen Crackcard hin. Wie viel hat sie am Anfang gehabt? Wie viele Punkte?
Ich glaube 48. 48, ja, ja, sind wir schon, so. Haben wir schon etwas mehr als die Hälfte geschafft, um genau zu sein. Wenn ihr nächste Runde den bekannten Knight, den man angreifen wollt, müsst ihr spät dran sein. Was? Ich war mit ab. Mit ja. Ende seines ich mache jetzt eine Long Rest. Ich mache auch eine Long Rest. Das ist, das heißt, ich bin der Fokus wahrscheinlich. Nein, das kann doch der. Wahrscheinlich, ja. Also, außer du gehst weg von dort. Nein, das kann auch der Brute sein. Ah, ja, stimmt.